kann mich eigentlich morgens entscheiden, wie möchte ich heute diskriminiert werden. Ich hoffe, dass ich sehe im Jahr eine Trans-Präsidentin. Dass tatsächlich einfach vielleicht mal mehr Leute fragen, wie es mir geht. Eigentlich morgens entscheiden, wie möchte ich heute diskriminiert werden, als nicht-binär oder als Frau gelesen werden. Es ist irgendwie so oft auch random, meiner Meinung nach, in unserer Gesellschaft von uns gefordert, da zu performen oder uns einzuordnen. Und ich frage mich halt einfach, wieso? Wieso ist es wichtig? Und wieso forderst du das von mir? Und wieso willst du mich unbedingt in irgendeine Schublade stecken? Also es ist einfach ganz viel Verwirrung, auch irgendwie Druck und auch Panik und ein Gefühl von, dass mein Körper manchmal an manchen Tagen nicht so gut zu mir passt, weil ich identifiziere mich eben nicht nur als non-binär, sondern als genderfluid. Das heißt, meine Identität wechselt sich auch manchmal an Tagen. Zum Glück steigert sich ja auch schon teilweise die Akzeptanz für Transpersonen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dann oft gedacht wird, so Hauptsache die Person passt noch in das Binäre rein. Und wenigstens kann ich dann eben verstehen, dass sie jetzt eben sich als Frau identifiziert beispielsweise oder als Mann. Aber ja, Geschlecht ist fluide und ist auf einem Spektrum und Sexualität ist auf einem Spektrum und auch wie ich mich nach außen gebe und wie ich mein Gender performe und mich anziehe, ist auch ein drittes Spektrum und das alles muss nicht übereinstimmen. Ich hatte das Gefühl, gerade zu dem Zeitpunkt, als ich meine Transition gemacht habe, ging es nur darum, was für Operationen möchtest du machen? Diese ganzen Fragereien genau danach. Also ein Mann kannst du nur werden, wenn du dann auch den Penis hast und dementsprechend brauchst du auch unbedingt diese Operation. Die drängen dich in so eine Ecke rein, ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass tatsächlich einfach vielleicht mal mehr Leute fragen, wie es mir geht. Überall, wo dieses binäre System herrscht, überall dort gibt es Transfeindlichkeit. Das sind Umkleidekabinen, das ist Sport, das sind Schulen. Sobald man eventuell als trans offensichtlich gelesen wird, muss man mit Gewalt rechnen auch. Gerade als ich dann meine Namensänderung, meinen Personenstand ändern lassen wollte, im Grunde gerade diese Zwangssterilisation aufgehoben wurde, da war ich sehr froh drum. Das hätte mich in Entscheidungen gezwungen, die ich zu dem Zeitpunkt mit 18 nicht treffen wollte. Ich glaube, das größte Problem ist eigentlich Religion, Politik. Das macht schon einen großen Unterschied. Pride Month ist nicht nur ein Month, ist jeden Tag müssen wir irgendwas dagegen machen. Und nicht so aggressiv reagieren und versuchen die Leute so wirklich so, ich zeige nur Liebe. Was ist das Problem da? Was ist das Problem, mit wem ich herumknutsche oder wenn ich ins Bett gehe? Du musst das nicht sehen. Wieso kannst du das nicht akzeptieren und einfach in Ruhe lassen? Wenn ich daran denke, wie ist meine Situation in meinem Mutterland,
würde ich sagen, dass hier viel besser ist. Und ich denke, dass die Leute, so, wenn die Demos machen oder wie, wenn die richtig eine Gruppe haben und so mit so wie eine Petition, dann passiert was, weil jetzt ändert das ein bisschen. Ich finde immer noch, das ist sehr langsam der Prozess, aber ich finde, das wird immer besser und besser. Ich glaube, in keinem Land so die Communities repräsentiert bei politisch. Ich hoffe, dass ich sehe im Jahren eine Trans-Präsidentin oder ein Schwul-Präsident oder jemand von der Community oder mehr sogar von der, außer der Community auch, aber sehr offen. Ich hoffe, das kommt noch. Ja. Aber repräsentiert fühle ich nicht.